So. Hallo. Zu einer weiteren entspannten Runde MS2 hoffentlich. Ich habe vorhin Mardik wieder gestreamt. Und das wurde zum Ende hin sehr nostalgisch. Aus den falschen Gründen. Die Kurzform ist, dass es in RNG-Bullshit ausgeartet ist. Die lange Form ist, dass, hey, wenn du Bossgegner designst, dann sollst du eventuell irgendeine Limitation reinsetzen, dass sie nicht ihre stärkste, ultra-heftige Ich-bumms-dich-Technik quasi jede Runde spammen können, weil das ist ziemlich scheiße. Und die Band-Aid-Lösung sollte nicht dafür sein, ja, es gibt diesen einen Gegenstand, der dich quasi dagegen immun macht. Das sollte nicht wirklich die Lösung sein. Oder wenn, dann sollte es halt entsprechend kommuniziert werden, weil der Gegenstand ist optional effektiv und wird dir nicht mal angezeigt. Und warum das für mich so nostalgisch war, weil mich das an Lufia Birth of Legend erinnert hat. Auch ein RPG-Maker-Spiel für den 4X Ace war das. Und das hat dann auch halt mehrere... Hör ich da ein großes Mimimi? Ja, genau das. Ne, und das hat ja auch irgendwann mal das Magiesystem bearbeitet, weil Magie war für den Spieler sehr stark, beim Gegner aber halt nicht. So wie immer halt, ja genau. irgendwann wurde das überarbeitet, dass Magie generell stärker war, aber halt... Also Single-Target-Spells waren extrem stark, Multi-Targets waren dafür ziemlich schwach beim Spieler. Achso, nur für euch, nicht für euch selbst. Entschuldigung, ich bleibe korrigiert. Aber die Gegner haben dann auch mit ihrer Magie mehr Schaden gemacht. Und das endete dann damit, dass wenn du gegen Gardes gekämpft hast, dem Höllenfürsten, optional beim ersten Fight, dass es absolut vom Glück abhängig war, ob du ihn schaffen konntest oder nicht. Es sei denn, du hättest wirklich unendlich Stunden darin investiert zu grinden. Also sowas wie, hey, halbe Stunde grinden, um ein Level zu kriegen, wird dann so in Richtung 14 schon Realität. Weil das war halt ein AOE-Skill. Und der hat mehr Schaden gemacht, als die Tränke, die du momentan kaufen konntest zu diesem Zeitpunkt. Und das heißt, wenn er das jede Runde gespammt hat, hat er dich effektiv totgeleakt, totgezerrt. Mit den Magiesprüchen konntest du nicht dich auch für mehr heilen, weil die nicht entsprechend skaliert sind. Und er hat unendlich MP und konnte das halt quasi, also es war ja kein MP-Skill beim Gegner. Das heißt, er konnte das jede Runde spammen und hat sich damit effektiv in Grund und Boden gebumst. Und als jemand, der das sehr viel gespielt hat, auch zur früheren Version, wo er schlagbar war, nur halt nicht ohne einen Kampf, ist das dann halt wirklich darin resultiert, hey, ich muss die ganze Zeit Potion-Spams in Runden, wo er seinen Ultra-Griff benutzt, muss hoffen, dass die KI das nicht für 30 Züge macht, weil dann hast du keine Pots mehr, weil du kannst 99 haben und du hast 3 Charaktere. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann get fucked, I guess. Ah, okay, und das andere war natürlich auch, dass halt ich weniger Schaden gemacht habe, weil die Technik für die bis dahin beste Waffe nicht funktioniert hat, aber das war noch was ganz anderes. Das hat ja an dem Hauptproblem nichts gelöst. Ja, wäre auf jeden Fall hilfreich, dass wenn du eine Ultra-Technik machst, die der Gegner eventuell nicht jede Runde spammt, weil wenn du schon den Schaden auf 120 Milliarden machst, dann ist das eventuell nicht darum gebalanced, dass der Gegner spammt, weil dann kannst du auch gleich die anderen Skills weglassen, aber naja, das würde ein bisschen mehr Nachdenken und Voraussicht und Mühe voraussetzen. Übrigens sieht man, dass der Rahmen ein bisschen überarbeitet ist, ich habe jetzt orange eingefärbt, weil hey, wir sind im zweiten Stratum, das ist quasi herbstlich angehaucht. Ich weiß, der total krasse Edit. Ich weiß auch nicht, warum die andere Seite so viel heller ist als die andere. Das hat das einfach mit den Grundschatten des Bildes zu tun. Da konnte ich jetzt nicht viel nachbessern und dabei noch zu faul für den Rest. Aber hey, wir haben jetzt Herbststimmung. Ist das nicht romantisch? Aber halt, sowas ähnliches ist jetzt halt in Mardik passiert, wo der Boss sich denkt, hey, ich beschwöre Minions und mache dann jede Runde meinen krassesten Angriff. Was voll spaßig ist. Gut. Außerdem ist das kein Mimimi, sondern hey, dieses Design. Ah, da oben waren die Blumen, da will ich nicht sofort reinlaufen, denke ich. Oder ich probiere es mal gucken, wie schnell die sind. Ja, das sind welche vor den Pflanzen, was denn? Dann kümmern wir uns mal um diese Plage. Jetzt gibt es auch die wahrscheinlich. Ja, die sind knapp schneller. 60. Ui. Ah, und nur zwei davon sind schneller. Da es zweimal gleich war, sind die Pinken schneller. Die Pinken sind, glaube ich, auch Blumen, die erst auf der nächsten Ebene auftauchen. Die Rote und die Gelbe tauchen hier auf Ebene 5 auf. Das ist nicht viel Damage. Ja, ich glaube, das wird nichts. Vor allem nicht, wenn ich noch nicht mehr geblendet bin. Ja.
Aber ja, das habe ich schon vermutet mit dem Fight. Theoretisch können sie schlagen. Aber nö. Also ja, aber halt, du hast da halt schon, also generell der Sprung zwischen Stratums, Paladinösen halt, ist generell dezent hoch und dann hast du noch bei der Mission Gruppen, wo Gegner aus der nächsten Ebene schon mit bei sind, also ja, die machen schon dezent Aua. Aber ja, das war halt zu vermuten, ich wollte nur sehen, wie das mit der Agilität ausschaut, aber das zeigt mir immerhin scheinbar, dass Agilität nicht so schlecht bei mir momentan ist. Das, ich muss auch das sagen, ich habe ja passiv nicht mehr Agilität. Und das liegt ja primär in der Ausrüstung mit dem Hasenschwert, was mir 2 gibt. Primär. Aber wir kriegen irgendwann Ringe, die uns Stats geben. Das ist extrem gut. Da freue ich mich sehr drauf. So, das hier ist der Weg für später. Aber ich will gucken, ob hier noch irgendwie schon eine Truhe oder so war. Ja. Nice. Nektal, das könnte praktisch sein. Habe ich ja, meine ich mehr. Ich habe es übrigens nicht nachgespielt, ich gehe einfach damit durch und schau, wie es läuft. Alter Schwede. Jo, das ist wenig Damage. Oh, er nimmt dezent wenig Damage. Ist übrigens nicht der gleiche Gegner wie das Questmonster, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, fuck, ne Moment. Nein! Kann ich die Gruppe besser schlagen? Mal schauen. Oh, die können ich sogar schlagen. Das ist ohne die anderen. Leider ist jetzt Jun angeschlagen, aber wird schon nicht passieren, oder? Nein, schlaf wohl. Okay, gut. Nur eine Person. Gut. Yes. Also hier muss man jetzt wieder aufpassen, mit welchen Gruppen man sich anlegt. Ein bisschen wie beim originalen Amnest-Teilen, wo halt... Ja, manche Gegnergruppen, wenn du auf eine neue Ebene gekommen bist, die waren dann schon gefährlich. Da sollte man bitte nicht gleich reinlaufen. Ja, oh, wollte gerade sagen, ich mache mir nur um die Klingenfuchs zu sorgen, weil die sind schneller, dezent. Alles two-shotet mich fast, ey, das ist gar nicht mal so gut. Wir haben halt hier soweit Pferde erkundet, das ist ja gar nicht so schlecht. Hier oben war, glaube ich, die Sammelstelle. Pass auf, erstes Mal Sammelstelle, gleich into Sammelstellen geht. Ah, nee, das ging bei dem hier, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich sollte bei 2 Gegnern normal angreifen. Das habe ich wieder vergessen. Naja. Okay, so viel mehr Damage macht das nicht. Na gut. So. Ich glaube, stimmt, war es nicht so bei den Sammelstelle nur, dass da kein Gegner kommen kann, obwohl es generell Ebene 5, dass dort keine Gegner geben kann. Wow. Danke, danke, Sammelstellenkunde. 20% Chance ist einfach eine Lüge. Also ist ja effektiv 80%, dass ich irgendwas kriege. Noch nebenher. Erstschlag. Zu viel Verteidigung. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es bei der 5 nicht hast. Ich glaube aber mal, dass es das gab, oder? War das nicht so? Ich werde übrigens hier mal noch das Level abholen. Könnte die mich helfen? Das heißt, Klingfüchse sind zu schnell, die werden auch noch zu schnell bleiben. Selbst wenn wir jetzt einen Punkt in Agilität reinstecken. Ja, warte, was mache ich? Ich werde auch nicht auf Agilität gehen, weil die nächsten Level werden halt nur ein Punkt. Ein Punkt ist zwar ein Punkt, aber das wäre ein bisschen zu wenig. Weil ich vermutlich stattdessen machen werde, ist halt weiterhin auf Defense gehen, weil ich da jetzt anfange, schon halt Werte plus 2 zu kriegen, was halt ein immenser Schub ist. Und ja. Also kann ich mich hier an den Gegnern heilen und dann oben ein bisschen weiter kunden gehen. Die Klingfüchse können übrigens auch einen AOE-Angriff, ist auch voll toll. Sofern ich mich richtig erinnere. Aber ich kann immerhin speichern an den Kristallen. Ich meine, die heilen mich nicht, aber... So kann ich halt quasi ein bisschen hin und her arbeiten. Jetzt muss ich hier unten. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo so einen Kreisverkehr. Oder das hier war der richtige Weg, eins von beiden. Ich glaube, ja, das ist der richtige Weg. Gehen wir noch den Rest erkunden.
Damage, Jesus. Reicht das? Nicht, wenn ich so niedrig rolle. Ja. Gut. Da fehlt mir noch ein bisschen an Schaden, dass ich die solide umklatschen kann. Ah, fuck. Und eine Pinke. Ja, ist halt keine magischen Angriffe, keine Heilung in Kämpfen wirklich. Nein. Oh, zwei Stück, warum? Oh. Oh, der mit einer AP oder so überlebt, ey. Das ist ein Bullshit. Wow, ein Drop. Ja, danke. Und zurück und hoffentlich nicht sterben. Aber es wird wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich kommt wieder Klingfüchse oder so. Yes, wir haben es geschafft. Jetzt macht sich wirklich der Challenge One erst bemerkbar. Weil die Heilung nach dem Kampf bringt mir halt nichts, wenn Gegner mich währenddessen fast tot kloppen. Ich meine, immer wenn ich nicht two-shottet, was halt wieder zeigt, dass halt auch Defense nebenher gehen schon hilft. Sobald er so auf Level 10 ist, wird das erst recht gut laufen. Aber dafür kann ich den Gegner mich quasi passiv hochheilen, statt irgendwie bei MP oder Items Sorge haben zu müssen. Also zumindest hier am Anfang, ich kann ja schlecht jedes Mal immer hier runterlaufen. Also könnte ich, aber das wäre schon ein bisschen albern. Aber sobald wir auch die neuen Items kriegen, wird das ein bisschen sich Power-Level-technisch ausgleichen und neue Level. Fehlt ja quasi nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube erst ab der nächsten Ebene gibt es die Ringe. Oder war bei der nächsten Ebene die Blätter? Ich weiß nicht. Es gibt halt drei Sammelstellen: Holz, Kräuter und halt Erze. Und ich glaube, die Erze brauchen wir, dass wir dann bei der Liste die Ringe kriegen für plus 3 in irgendeinem Stat. Und ab der plus 2. Wie war das nochmal mit den Leveln? Ich glaube 111, 222, 2333. Der ist ja schon auf Stufe 2. Die Sache ist, der wird sowieso ein bisschen besser, wenn meine Waffe besser wird. Aber ja, da kann ich auch hingehen. Aber erstmal sorge ich dafür, dass ich mehr Abwehr habe, weil wenn die Gegner mir weniger bis keinen Schaden machen, dann ist es auch okay, wenn ich sie nicht direkt in einer Runde umklatsche. Verstehen Sie? Ja, deswegen kostet es ja 5. Ja, der wird halt mit jedem Mal teurer und ab nach Level 3 springt er dann ja von den MP-Kosten noch höher. Auch wenn das inzwischen vermutlich helfen könnte. Aber ja, ich weiß. Aber halt Abwehr ist mir jetzt erstmal wichtiger, weil meine Heilung halt in Kämpfen ist halt limitiert. Aber guck mal, schon mache ich deutlich eher im Schnitt auch mal in die 40 Schadensbereich statt 30, was schon hilft. Ah, willkommen zurück, Steam. Hast verpasst, wie ich Mardek vorzeitig beendet habe. Ich wurde weggearrangiert. Warte, ist der Stream lag? Ach, du meinst der Abstand von, wenn du was schreibst und wenn ich sage. Hast du auf geringe Latenz gestellt bei dir? Das hilft damit bei den meisten. Würde ich empfehlen. Angie, Ausrede wieder. Ja, genau, du mich auch. Ich glaube, der andere Weg war eine Sackgasse. Warum Hinterhalt? Ja, dann stell auf geringe Latenz. Das sorgt dafür... Halt, geringe Latenz ist für Leute, die gutes Internet haben, dass sie halt dann nicht diesen Delay haben. Oh Gott. Well, probieren wir mal aus, was hier kommt. Oh fuck. Also immer nicht die Schlafblume, aber es ist trotzdem nicht gut. Wurzel. Fuck. Wait, irgendwer hat verfehlt, obwohl er nicht blind war. Wow, läuft wieder super.
Läuft wieder super. Cool, das heißt, der eine Charakter, der nicht geblendet war, hat auch gemisst. Der hervorragend. Was für ein Bullshit. Oh. Er hat denn nicht blind war, hat gemisst, ey. Hervorragend, ach. Wenn das nicht bezeichnet für mein Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Reicht nicht. Ich mache mit normalen Angriffen nicht mehr Schaden als ein Rumschlag, wirklich. Sollte ich wahrscheinlich bei 2 Gegnern zusätzlich weiter spammen. Naja. Komm schon, du bist nicht blind! Ja, die Frage ist halt, wenn geringe Latenz, wenn du nicht genug Internet hast oder halt nicht stabil genug die Leitung ist, dann wird halt das Video öfters buffern. Deswegen ist halt wie halt für Leute, die halt das Internet haben, die Leitung dafür. So, was hier unten gewesen? Auch noch mehr Weg. Ah, hier sind auch schon die ersten Foes. Wollen wir natürlich nicht reinlaufen. Na, wenn es passt, ist doch gut. Nice, guter Dodge. Oh, alles blind. Nein. Nice. So, die Blüten kann man auf jeden Fall ganz gut machen. Beim Rest, nicht so. Ich habe was hier, eine schöne Blume. Geh da lieber nicht so nah ran. Aber ich weiß, was dich wohl möglich anfängt. Oh, ich weiß, was hier passiert. Ja, ich weiß halt, an den Blumen riechen, triggert auf jeden Fall einen Kampf und Zeta wird währenddessen schlafen. Ich weiß nicht, ob es ein Hinterhalt ist. Ich weiß nicht, ob auf May Hearn den Kampf triggert oder nicht. Also zeigen wir einfach mal den Kampf. Ach, sie dürfen hier nicht, Zeta. Komm auf den Boden. Hm? Was soll denn da sein? Wie geht? Ich glaube, sie schläft jetzt, oder? Oh, oh fuck, das ist noch viel schlimmer. Oh, 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 das ist richtig schlecht. Oh, das ist richtig schlecht. Ich glaube, ich bin RIP. Oh, ich bin richtig RIP. Das war's. GG. Oh, mein Körper hat sich einmal komplett verknotet am Arm. Oh, ich bin richtig RIP. Ich bin richtig RIP. Ich habe nämlich auch nichts da Medizinisches, das mir helfen kann. Ein Eiskrug. Oh, das könnte sogar helfen. Minum! Yes! Okay, das ist nicht schlecht. Sagst, die Schnecke kann ihre Abwehr erhöhen, deswegen muss ich die töten. Oh Gott. Nicht gut. Was könnte klappen, je nachdem wie es läuft. Ja, okay, never mind. Ja. Und da ist es passiert. Er war so low. Und er heilt sich währenddessen. Ja, ich bin RIP. Ich bin richtig tot. Ja. Ja, okay. Gut, war ein schlimmerer Fight. Hab ich vergessen. Ja, habe ich ja noch nicht. Ich brauche ja... Ja, die Schlüssel, was brauche ich nochmal? Ich brauche noch eine orange Blüte, noch einen Blumenstängel. Ich brauche halt Schneckenschleim und Eichenholz. Ach ja, stimmt. Ich müsste dieses Mal zum Labyrinth rausgehen. Das Holz, das fahren wir halt zum Schluss. Oh, super. Und nicht genug Schaden. Danke. Was war denn der Weg hier runter? Ach so, das führt einmal so im Kreis. Nee, dann lassen wir den Kampf noch stehen. Natürlich könnte ich mir einen zweiten Eiskrug. Oh, der Crit!
Ah, natürlich daneben. Und deswegen überlebt er jetzt noch zurück zu. RNG, meine Damen und Herren. Genau, der eine Miss. Fucking. Shit, fucking Scheiße. Um es mal politisch korrekt zu formulieren. Hätte ja helfen können, dass ich halt wenigstens schon mal ein bisschen was von den Schnecken kriege. Aber nein. Keine elementaren Skills zu haben, saugt. Ja, aber auch fast keine MP mehr hier. Wow. Brüll mir das jetzt nochmal die Boom, I guess. Mehr schief gehen kann es nicht. Hey, what? Ah, doch hier. Hoffentlich wird er nicht Z angegriffen, dass ich auch mal heilen kann. Hm. Okay. Nice. Dramatischer Kampf. Vielleicht nochmal von den Stängeln. Irgendwer wieder mittendrin gemisst. The Miss, könnte man sagen. Nice. Nito. Gar nicht so schlecht, und jetzt können wir eigentlich auch wieder zurück in uns heilen. Erstaunlich, dass ich nichts von den Füchsen brauche. Wahrscheinlich später, nehme ich mal an. Ja, Schlag! Yes! Krass Erfahrung, gratis Zeug. Nehmen wir noch gerne. Blumen sind so die Gegner, die man momentan besiegen kann. Außer wenn ich eine elementare Party hätte, dann wären so Schnecken die besten Gegner zum Klatschen. Ne, da unten ging's weiter. Hier hin. Ja, ciao. Zurück zur Stadt. Leider fehlt mir halt noch gut was an Metz. Natürlich kann ich halt die Sammelstelle farmen, aber das hilft mir nicht mit den Schnecken. Ich brauch vor allem dreimal Schneckenschleim. Oh, das wird furchtbar. Oh. Weiß ich schon mal, welche Schneckenbegegnung wir machen. Können wir uns Event mitnehmen, kriegen eventuell was für den Krieschern. Ja, ich weiß, 500 Geld, ey. Wucher Deluxe. Ja, aber es ist halt, dass ich mache halt den forcierten Schnecken-Encounter. Weil da kann ich mitnehmen, kriegen eventuell was für den Krieschern. Weil halt bei random Schnecken, da werden es halt nur zwei Schnecken sein. Und dann kann ich dafür auch die Krüge ruhig benutzen. Für Schnecken würde sich natürlich Lanze lohnen mit aufspießen mit uns, aber den Skill habe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich reskillt habe. War eventuell eine schlechte Idee. Aber wird es ja keine festen Kämpfe geben, wirklich, wo ich mit denen hantieren muss, von daher sollte das schon passen. Oh, es geht direkt los. Ich wollte mich davor heilen. Na gut. Ich weiß nicht, ob das andere irgendwas anderes machen würde. Repagen oder so. Warum? Die beiden Giftschlangen kann ich durchaus schaffen.
Wait, wieso mache ich jetzt so wenig Schaden? What? Wieso macht so ein Umschlag mehr als normale Angriffe? What? Hä? Mandun, erkläre. Wow, ein natürlich daneben. Hm. Ich bin auf die 54 gehittet. Oh, sein. Nein, sein Aktivitätswert. Nein! Well, RIP Items. Hey, jetzt haben wir Schenkschleim. Eine wirklich schöne Blume. Hast du dir gut ausgesucht, Zeta. Lass uns bitte einfach weitergehen. Das hast du verdient. Oh, RIP Items. Alles okay. Zwei Schneckenschleime, das ist durchaus okay. Hab ein bisschen was von den anderen Viechern. Für später. Ich werde um Itemnutzung eh nicht drumherum kommen. Oh, wie er leicht schneller ist, ey. Traurig. So, jetzt fehlt nur noch ein Schneckenschleim. Ich will nicht noch mehr Eiskrüge kaufen. Waren es nicht zwei? Es war nur einer! Ich habe eine viel bessere Idee. Scheiß drauf, ich mach das später. Muss ich auf die Liste warten, bis ich höher bin und dann mache ich einfach reguläre Schnecken. Gucken wir in die Pflanzenmonster. Wieso? Achso, weil ich wahrscheinlich noch gebunden bin nebenher. Genau, was sind normale Angriffe? Ich bin jetzt jede Runde Wucherwurzel. Spielspaß. Ja gut, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu farmen. Ich habe ja keine andere Option. Meine Gruppe könnte ich eventuell schaffen, wenn sie nicht die ganze Wucherwurzel machen würde, dann hätte ich schon einen Umschlag und würde mehr Schaden machen. Nein, nein, das war jetzt zu früh.
Moment, das waren 3 Misses. Warum? Nur 2 waren geblendet. Wozu blenden? Normale Genauigkeit ist auch für den Arsch. Ey, einmal Eichholz. Rotholz ist sogar das seltenere, oder? Davon brauchte ich ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich davon brauche. Guter Start, Not. wie viele brauchte ich? Rotholz. Okay, ein Stück reicht. Nice! Mehr Erfahrung und Geld, hoffentlich. Wir haben hier das benötigte Rotholz im Labyrinth. Gut, der Auftraggeber wartet schon. Hier ist eure Belohnung. Ich werde es ihm nachher bringen. Madura und Erfahrungspunkte. Kein Geld. Naja. Oh, ich brauche noch so viel Erfahrung, ey. Als ich Level aufsteige. Oh, es ist traurig. Oh. Ja. Wait, what? Oh, ich habe mehr Rotholz gehabt. Oh, 120! Ich bin reich! Ich glaube, von den Blüten brauche ich jeweils 2. Ich habe 2 mal Blüten, 4 mal Stängel. Blumenwurzel, brauche ich das für später? Ich weiß es nicht, ich behalte es jetzt erstmal. Und das ist jetzt halt so die Strat, die man machen könnte, halt MP aufheben für den Counter, die man braucht und bis dahin halt jedes Mal die Sammelstelle aufsuchen, weil die halt viel Geld bringt. Das wäre so die erste Strat. Das bringt mir zwar erfahrungstechnisch nicht viel, aber halt Geld... Geldtechnisch bringt mir das viel, würde ich sagen. Wenn ich auf dem Weg noch einen Counter kriege, den ich machen kann, umso besser. Aber das ist halt so die erste Variante, mit der man Geld machen kann. Natürlich könnte man sich halt auch 5 Skillpunkte aufheben und einfach alles in Sammelstellen stecken. Aber ja... Optimiert spielen. Ups. Ah, der Single Target Hate ist wieder da. Optimales Play. Ich muss eigentlich nicht wegen jedem Mal gleich verkaufen gehen, fällt mir mal gerade so ein. Ich kann also ein bisschen hin und her springen. Aber ja, optimales Play. Wenn man ein bisschen mehr mal meine Passive triggern würde, wäre das voll gut. Ich habe 80% Chance, dass ich eigentlich eine zweite Seite bekomme. Ey, Mann! Und schon wieder... Gottdammit, 80% der zweite Seite triggern? Nein! 2x 15% Chance, dass ich fucking Hinterhalt gerate? Yeah! Crunch ist so dumm! Aber es ist ja... Für manche Spieler ist es einfach nötig. Auch hier sorgt es ja für Varianz. Wir hatten ja den anderen Dungeon Crawler, der quasi fest war, und da war das ja ziemlich uncool. Ach ja. Vor allem kriege ich die ganze Zeit Rotholz. Das ist natürlich gut für Geld, aber für die Quest ist es gar nicht mal so gut. Schnecken muss ich das Essen irgendwann killen. Ich könnte versuchen, Schnecken zu. Also gegen die zu kämpfen, einen Schnecken normalen Angriff tot zu kriegen und die zweite dann mit Eiskrügen. Dann spare ich da meinen.
Ja, theoretisch brauche ich ja nur drei Eiskrüge rein, theoretisch. Um dreimal Schneckenschein zu kriegen. Jetzt einfach nur. Oder versuchen, Faust zu machen. Wieso sollte ich die Faust machen? Ja, die geben mir ein bisschen mehr Geld, aber so what? Achso, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die machen zu viel Schaden. Da müsste ich ja halt währenddessen Geld verschleudern mit den ganzen Heil-Items. Ey, das ist der dritte Encounter innerhalb von 6 Kämpfen. Willst du mich veralbern? Also ja, die Frösche kann ich machen, aber die bringen so viel hier wie diese Gegner. Und der Holz kommt quasi auf Rot, und der Drop kommt auf Rotholzniveau. Aber ich glaube, die sind zwischendurch nachgespawnt. So oft war ich jetzt im Hotel nicht schlafen, um da ein bisschen auszuhelfen. Und ich habe die ja jetzt auch ziemlich spät gemacht. Es gibt einfach nur einen Drop. Mehr als ein Drop ist eine Lüge. Ich brauch so viele Erfahrungspunkte. Mein Vorteil ist halt mit der Passivheilung. Aber wenn ich aber mit 4 Angriffen besiegen könnte, ey. Das Hauptproblem ist auch, wenn ich Waffen wechsle, dass ich dann 2 Agi verliere. Das heißt, dann ändern sich wieder Gegner-Benchmarks. Eventuell wechsle ich auch dann erst Waffen, wenn ich höher von Level bin oder halt die Ringe habe. Muss ich mal schauen. Notfalls muss ich auch da mal ein bisschen offscreen grinden. Was ich scheinbar ein bisschen mehr gebrauchen könnte. Alter! Sicher, dass das nur 15% sind? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen beschiss. Okay, dann habe ich die Eichholz fertig. Und alle pennen wieder. Die Oberstrat von den Blumen wäre es natürlich, wenn einer uns die ganze Zeit einschläft und der andere greift dann nochmal an. Weil wenn er einschläft, dann geht ja die Leiste nicht weiter. Rein theoretisch. So, gib mir den dritten Eiskug, ich brauch Schneckenschleim. Oh, schönes Geld, ey. Oh, das ist ja traurig, was machen wir da? Oh, okay. Rotholz. 2 davon, 1 davon, 6 davon. Nice, ich habe Geld. Meine neue Ausrüstung wird extrem teuer sein, von daher mal gucken, wie sehr das hilft. Aber ja. So, dann hoffen wir mal, dass wir auch die Gruppen kriegen, die auch Schneckenschleim droppen, sonst ist das ganz viel safe and load, weil ich werde nicht noch mehr Geld dafür grinden. Warte, was tue ich? Ich wollte meine HP aufladen. Moment. Ich erinnere mich daran, wie Faust in Ezio und Odyssey nachspawnen. Wenn du bei den entsprechenden Stellen da bist, dann steigen sie einfach aus dem Boden empor. Und sind sofort aggressiv, wenn sie aggressive Faust sind. Das ist auch sehr lustig mit anzusehen. Ja, aber kriegst instant einen Faust in den Rücken dann. So, den Schritt-Counter resetten. Ich bin mir richtig optimal, Mann. Und Speicherkristall. Und jetzt zu den Schneckenleben hinkommen. Und dann ist es nur voll safe and load. Aber fällt auf, ich muss einen sowieso regulär töten. Weil es wird ja keine Gruppe geben, wo ein einzelner Schnecki mit bei ist.
Gelegenheitsfrosch in den Nacken. So, Zeit für Schneckis. Gibt es eine Monstergruppe mit nur einer Schnecke? Wahrscheinlich später, weiter hinten könnte ich mir das vorstellen, wenn die so gemischter sind. Ah, fuck. Oh, gib mir doch einfach die fucking Schnecken, Junge. Die sind vorher 30.000 Mal aufgetaucht. Die Füchse habe ich hier nicht ein einziges Mal gesehen. Oh. Kein Eventangriff zu haben, sagt. Bzw. die Krüge sind einfach zu teuer. Ich weiß nicht, wo sein wird, aber es gibt ja eine Gruppe mit einmal Schnecke und den beiden Blumen. Wäre die Frage, wo, wenn es halt mitten im Labyrinth ist, wäre es auch ein bisschen kitzelig. Ja, im Spawnbereich, aber hier weiter hinten geht das ja. Oh. Ey, deine Mom. Ja, die erste Schneckengruppe kann ich auch so umklatschen, von daher ist das wurscht. Ey, das ist doch... Ja, hallo Schneckengruppe. Wir sind gerade ausgewandert, als wir gehört haben, dass du Eiskrüge gekauft hast. Ja, hinterher, natürlich. Wie wär's mit Erstschlag Schnecken? Das wäre richtig gut. Dann könnte ich mich eine vermutlich totboxen in der Zeit. Wäre das nicht gut? Ich meine, das soll ja genauso hoch sein wie Hinterhalt. Laut Aussagen. Ey. Die sind vorher was 3-4 Mal aufgetaucht. Jetzt kommen noch diese Klingenwichser. Heute ist kein RNG-Tag, Mann. Kein Tag für RNG. Ach ja. Wird noch ein langer Versuch, Schnecken zu encountern. Ich sehe schon. Aber Erschlag nehme ich einfach gratis mit. Mir garantiert sich das ja. Oh, natürlich. Danke! Danke fürs Erscheinen. So, jetzt droppen wir Schneckenschleims. So, probieren wir einfach. Eventuell ist ja RNG auf meiner Seite. Ey, ich hab zwei Krüge behalten. Oder sie droppen gar nichts. Das ist auch vollkommen okay. Kein Problem. Oder sie droppen einfach gar nichts. Oh ja. Der Spaß ist... endlos. Vorher kommen die ganzen Schneckengruppen, jetzt ist das eine fucking Rarität geworden und die Gruppe, die ich klatsche. Erstmal natürlich, ey!
Okay, jetzt muss ich den Krug benutzen. Komm schon! Yes! Zurück, zurück, zurück und ich sterbe! Oh, halt, stopp, das war eins zu früh. Hey, der Junge lebt. The boy who survived. Bin ich geschwächt? Nö. Aha! Na, fehlt immer noch einer. Dass die Rothörner eins zu schnell sein müssen, Mann. So, fehlt nur noch einmal Schnecke. Dann haben wir es. Hab ich gespeichert. Ja, hab ich, gut. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Nein, nee, nee, ich hab den Fight gegen die anderen Viecher habe ich resettet. Weil das halt mich wieder alles an iTunes gekostet hat. Und dafür habe ich bei zwei Schnecken nur einen Schneckenschleim bekommen. Und hier habe ich halt die Gruppen mit zwei, wo das potenziell besser laufen kann. Daneben, you love to see it, not. Okay. Yes. Okay, ich hab's. Danke! War doch nicht so schwer! Oh. So viele Erfahrungspunkte brauche ich noch, ey. Ach, stimmt, klar, wenn du diesen Trigger überschreitest, wo die Monstergruppen sich ändern, dann resettet sich auch der Shit-Counter. Hey, kann ich auch mitnehmen. Gut zu wissen. Ja, es kann sein, dass ich eventuell, wenn wir den Stream fertig haben, offscreen grinde. Wir sind jetzt hier noch nicht mal wirklich weit vorgekommen und sind schon 50 Minuten dabei. Oh Mann. Zurück zur Stadt. Eddie, ich brauche Zeug. Gimme. Ihr sagte mir, oh, ich brauche da noch was. Ja, haben wir. Ja, alles, was in der Liste steht. Nimm! Lass mal sehen! Alles da, ihr habt recht. Dann können wir neue Sachen verkaufen. Kommt bald wieder, haben wir einen neuen Auftrag für euch. Halt's Maul. Immer Erfahrungspunkte. Geld wäre noch schön, aber naja. Okay, gut. So, Waffen. Was verkaufst du? Bessere Schwert. Teuer! What the f... Was?! Jo, also ne? Ja, das ist mal teuer. Ich glaube, ich werde ein bisschen farmen müssen. Hast du die Ringe? Oh, ach, das war nur für Waffen. Also bist du wirklich erst auf der nächsten Ebene. Oi. Yo! Kein Stück teuer. Kein Stück teuer, ist nur 4000 Gold. Läuft. Ich erst mal die Stats von dem Degen sehen. Wahrscheinlich gibt er keine Agi. Nee. Plus 7, das ist nicht schlecht. Aber wir machen halt den Test. Und gucken nach, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Blumen langsamer bin, dann bringen die mir halt noch nichts. Deswegen. Schauen wir nach. Ja, sind jetzt beide schneller. Also müsste ich noch ein Level höher kommen, bevor ich die benutze. Und das auch reicht auch nur dafür, dass ich dann bei den Blumen Dingens. Ich würde gerne mal sehen, wie viel Schaden Elias macht. Ah, treffe ich? Nein.
Wenn du eine Scheiße einfach nur testen willst. Oh. Kann man Blindheit bei ihm bitte aufhören? Alter. Danke. Na, 66, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ja, dann, natürlich kann ich die Degen schon kaufen und ab Level 14 kann ich sie dann hoffentlich gegen die Viecher benutzen. Aber ich werde trotzdem jetzt erstmal zum Anfang hin grinden. Heute kann ich noch Zeugs verkaufen. Oh, 750? Also ihr bongt! Nice. Jetzt muss ich nur noch mein Level abkriegen, was ich sogar fast habe. Und dann müsste ich ja theoretisch... Außer ich kriege 0 Agilität auf dem Level ab, aber ich glaube, das geht nicht. Fragezeichen. Glaube ich. Erstmal ist das jetzt Blumen und Sammelstelle grinden. Nee. Mein schönes Geld. Super, dann kann ich immer noch die schwächsten Gegner besiegen. Wenn ich auf jeden Fall irgendwann die Ringe kaufen kann, werden sich die Agilitätsringe gekauft. Hoffentlich reicht auch das Plus 1, sonst darf ich noch ein Level trainieren. Ich meine, das hilft mir halt nicht bei den schnelleren Gegnern, ist das Problem. Aber dann kann ich halt immer leichter gegen das Zeug hier grinden. Von daher. Und ja, ich werde grinden müssen. Solange ich schneller bin als die Blume mit Schlaf und Blendung, ist das schon ganz gut. Währenddessen kann ich nebenher wieder Sammelstellen mitnehmen. Das wird ätzend. Oh Mann. Die fuckt ab? Warum? Was? Wieso sollte ich? Ach so. Ja, halt Viecher, die halt. Oh, 2 Agi. Richtig gut. Halt bei Viechern, die resistieren, war mir schon klar, dass das so scheiße läuft. Halt anderes Viehzeug, das geht ja noch. Wahrscheinlich wird das sowieso irgendwann nicht mehr gehen. Oh, 2 Rotos, let's go. Aber ja. Ist jetzt halt. Die Alternative ist halt, dass ich dann mehr Level habe und halt mit Items mehr hantieren muss. Die brauchen aber halt Geld. In der Theorie, ganz, ganz rein theoretisch, könnte ich mir einfach Maximum Geld holen. Weil, wenn ich grinde, kriege ich mehr Level und werde dadurch besser. Aber es geht ja meistens primär um das Geld. Außer ich mache Sammelstellen-Grind. Dass ich halt mein Level nicht erhöhe. Weil das ist ja ab jetzt möglich, dass ich Geld farmen kann. Oh, natürlich erstmal 2-mal müssen. Das ist ein guter Start mit den neuen Waffen. Oh, 3 Hits. Das ist gut. Weil jetzt theoretisch könnte ich eine Sammelstelle farmen, ohne EXP mitzunehmen, theoretisch. Dass ich halt quasi mit den Items nicht mal voll decken kann. Weil auf nichts anderes würde das ja hinauslaufen. Das ist halt die Frage, wie man sieht. Weil die Alternative ist, dass ich halt regulär Geld farmen und einfach Level über Level mitnehme. Wäre auch halt die Frage, ob das überhaupt jucken würde, wenn du sagst, was, maximales Geld? Bullshit, Junge. Grinde dir das Geld. Und die Level. Weil man halt dazu sagen muss, dass halt Geldknappheit ist ja halt ein wichtiger Teil des Spiels. Das kommt halt dazu. Mach halt, ist ja eine Spielfunktion.
Es ist halt immer so diese hypothetischen Dinge, weil theoretisch könnte ich Zeit investieren, einfach hier um jetzt an der Sammelstelle und endlich Geld grinden. Was ich theoretisch machen könnte, ist, dass ich halt jetzt mein Level zurücksetze, Sammelstelle maximiere, dass ich 5 Items kriege, dann da erstmal stundenlang grinde. Und dann halt genug Geld habe. Oh, stimmt. Theoretisch, und dann könnte ich halt die Level theoretisch nachgrinden oder so. Also es wäre ab jetzt ja möglich, sich unendlich Geld zu farmen. Das ist halt immer so die Sache. Das ist halt so immer dieser kritische Gedanke, ich könnte Geld farmen, hätte das maximal an Items und könnte dann halt erstmal durchstratzen, theoretisch. Halt beispielsweise könnte ich mir halt so viel Geld farmen, da ich halt mir die 30 Krüge hole, dann könnte ich 30 Kämpfe ziemlich easy gewinnen. Das ist da halt immer die Sache. Ja, no. Verstehen sie, was ich sagen will? Ist halt immer die Frage, ob man halt immer an die Disziplin des Spielers appellieren kann, halt das nicht auszunutzen. Ja, muss ich halt mal schauen. Ja, ich bin jetzt schon wieder bei fast 1000. Ja, muss ich mal schauen. Ist natürlich schade, dass ich den ersten Reset schon genutzt habe, sonst wäre das halt mit Level. Wie ist es, bin ich gerade? 14, dann wäre ich halt dann immer noch Level 12 statt dann Level 10, wenn ich das machen würde. Das ist dann natürlich auch für Gegner und so problematisch, weil sie mir mehr Damage machen. Aber gut, statt ich jetzt hier on camera grinde, ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen grinden, weil die Gegner sind zu schnell, der Schaden ist auch dezent hoch, aber okay, das war halt zu erwarten. Das wurde erst mit der nächsten Ebene besser, wenn ich da die Sammelliste kriege. Aber wie gesagt, halt ein bisschen mehr Level sind zu empfehlen, halt weil alles zu schnell ist und ich habe halt nur begrenzt Heilung. Ja, ist halt die Frage, ob ich halt mir dann so viel Geld ergrinde oder nicht. Oder halt Level ist auch die Frage, wie viel ich davon mache. Aber das werden wir halt dann sehen. In dem Sinne, danke fürs dabei sein, wie wir effektiv 20 Meter auf der neuen Ebene erkundet haben innerhalb von einer Stunde. Woo! Das Leo oder Sanji? So ein Bullcrap. Okay, ja, beim nächsten Mal mal gucken, wie wir uns dann da sehen. Aber ja, ist halt auch die Natur des Challenge-Manns. Ist halt eine unausgeglichene Party. Aber ja. In dem Sinne, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Schön mit Ö.